In diesem Video werde ich meine komplett neue und mega einfache Version von dem ATM-Money-Glitch zeigen, den ich euch vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Der funktioniert nämlich nicht mehr, es gibt aber jetzt eine neue Version und diese werde ich euch in diesem Video hier zeigen. Mit diesem Glitch hier könnt ihr jede einzelne Sekunde bis zu 100.000 GTA-Dollar oder mehr verdienen. Das Ganze ist 100% Solo und die braucht ihr für keinen Freund und die braucht ihr auch absolut gar nichts. Wenn ihr erst mit GTA Online angefangen habt, könnt ihr das Ganze trotzdem nachmachen. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich immer nur eine kurze Information für euch. Denn wenn ihr noch einen günstigen Unlock-All-Account oder Moneyboost für euren eigenen Account braucht, dann checkt auf jeden Fall mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kommt ihr zu meinem Partner Loot4Games. Bei Loot4Games gibt es deutschlandweit die günstigsten Unlock-All-Accounts und Moneybooster. Ihr könnt also nicht nur Unlock-All-Accounts kaufen, sondern auch Geld und Level für euren eigenen Account. Und das wirklich für einen extrem günstigen Preis. Ihr seht, ihr bekommt hier teilweise 1 Million GTA-Dollar schon für unter 1 Euro. Ihr habt hier viele verschiedene Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel PaySafeCard, Sofortüberweisung, Klarna und so weiter. Loot4Games hat auch 5 Sterne auf Trustpilot, falls ihr das Ganze mal abchecken wollt. Allererster Link in der Videobeschreibung. Zurzeit bekommt ihr, wenn ihr über meinen Link in der Videobeschreibung kauft, auch nochmal 20% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Also wenn ihr wollt, checkt das Ganze gerne ab. Und außerdem habe ich zurzeit auf diesem Kanal auch noch ein Gewinnspiel am Start, denn ich verlose insgesamt 5x 200 Millionen GTA-Dollar für euch. Also insgesamt 1 Milliarde GTA-Dollar. 5 Leute können jeweils 200 Millionen gewinnen für ihren eigenen Account. Und falls ihr da teilnehmen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren, dazu einmal die Glocke aktivieren, dann diesem Video hier einmal ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. So einfach habt ihr die Chance, an dem ganzen Gewinnspiel teilzunehmen und so einfach nehmt ihr auch schon teil. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was ihr zuerst mal macht, ich habe jetzt hier einmal auf meinen Zweitcharakter gewechselt, weil ich hier insgesamt nur 135.000 habe und nur Level 5 bin, so gut wie nichts habe. Und ich wollte euch ja zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, wenn ihr erst mit GTA Online angefangen habt. Deswegen werde ich euch das jetzt mal auf einem anderen Charakter zeigen. Was ihr zuerst mal macht, zuerst einmal, um das Ganze jetzt zu starten, geht ihr in irgendeine GTA Online Sitzung und startet von da aus einmal den Story-Modus. Sobald ihr jetzt im Story-Modus angekommen seid, ist auch wirklich egal, mit welchem Charakter ihr spawnt oder was für einen Spielstand ihr habt, geht ihr einmal hin und startet eine geschlossene Freundessitzung oder eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung, das ist komplett egal. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, müsst ihr jetzt kurz warten, bis ihr sozusagen wieder in GTA Online gespawnt seid. Sobald ihr jetzt wieder in GTA Online gespawnt seid, holt ihr euch irgendein Auto. Wenn ihr selber Autos habt, dann könnt ihr eins von euch nehmen. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr auch ein Straßenfahrzeug nehmen. Deswegen nehme ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal irgendein Straßenauto und sobald ihr jetzt irgendeins habt, drückt ihr jetzt Interaktionsmenü, also Touchpad, und geht dann oben bei GPS, also das seht ihr dann, wenn ihr es gedrückt haltet, GPS, wählt ihr jetzt einmal Geldautomat aus, dann sollte euch automatisch der nächstgelegene Geldautomat angezeigt werden mit einer Route. Müsst ihr jetzt kurz warten, hier seht ihr das Geldautomat und das drückt ihr dann einmal, bestätigt ihr mit X und dann sollte euch der nächstgelegene Geldautomat auf der Karte unten links angezeigt werden. Da fahrt ihr jetzt ganz einfach einmal hin. Und sobald ihr hier angekommen seid, könnt ihr jetzt schon anfangen. Jetzt steigt ihr ganz einfach einmal aus, geht einmal zu dem Automaten hin, drückt einmal Steuerkreuz nach rechts, so wie ich das auch mache. Und jetzt müsst ihr euer ganzes Geld einmal abheben, also hier so wie ich auch, abheben, beziehungsweise einzahlen, kommt halt drauf an, sodass ihr halt alles auf einem habt, also dass oben 0 steht und unten das ganze Geld ist. Danach geht ihr auf Abhebung, geht auf 100.000, drückt einmal X. Und auf Ja drückt ihr jetzt X und Options-Taste gleichzeitig, sodass ihr X drückt und gleichzeitig die Options-Taste betätigt. Dann geht ihr auf Online und auf Editor. Also startet den Editor, bei mir heißt es Rockstar Creator, aber das heißt bei euch wahrscheinlich Editor, wenn ihr nicht auf PlayStation 5 spielt. Im Editor angekommen, drückt ihr dann die Options-Taste, geht auf GTA Online spielen und startet wieder eine geschlossene Freundessitzung. Wenn ihr alles gleich macht, 1 zu 1 wie ich, sollte es auf jeden Fall bei euch funktionieren. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie immer in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die zu beantworten. Und ja, sobald ihr jetzt hier wieder gespawnt seid, lauft ihr wieder zu dem Geldautomaten hin. Macht es das gleiche wie ich auch. Und zwar drückt wieder Steuerkreuz nach rechts. Geht dann ganz einfach, genauso wie ich auch, wieder auf Einzahlen. Wieder auf die 100.000. Drückt auf Ja, X und Options gleichzeitig. Geht dann auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission und startet jetzt einen Job für einen Titan. Sollte, denke ich mal, auch jeder von euch freigeschaltet haben. Ich glaube, die Mission ist ab Level 20 oder so. Und dann startet ihr die Mission ganz einfach einmal. Sobald ihr jetzt gespawnt seid, lauft ihr wieder zu dem Geldautomaten hin.
und drückt jetzt einmal Steuerkreuz rechts und Options-Taste gleichzeitig, genauso wie ich das mache, und geht dann hier einmal runter auf Neue Sitzung finden. Hierbei müsst ihr dann eine öffentliche Sitzung auswählen, also Neue Sitzung finden, öffentliche Sitzung, sodass ihr jetzt mit anderen GTA Online Spielern quasi in eine Sitzung kommt. Weil jetzt ist es wie beim letzten Glitch, ihr müsst jetzt wieder einem Spieler nachjoinen. Und weil letztes Mal viele gefragt haben, ja, bei mir ist keiner drin, den ich nachjoinen kann, werde ich euch jetzt zeigen, was ihr dann machen müsst. Und zwar geht ihr jetzt ganz einfach erstmal wieder zu dem Automaten hin. Kann auch sein, dass ihr ein bisschen weiter weg spawnt und drückt jetzt wieder Steuerkreuz rechts und Options gleichzeitig. Geht dann einmal auf Spieler und sucht euch jetzt einen Spieler aus, bei dem Beitreten steht, also Spieler beitreten. Wenn in der Sitzung keiner drin sein sollte, dem ihr beitreten könnt, ihr seht bei mir, ich habe es jetzt ein bisschen beschleunigt, dann geht ihr einfach hin und geht wieder auf Neue Sitzung finden, öffentliche Sitzung. Also nicht rausgehen, nicht irgendwie Kreis drücken, sondern einfach einmal Kreis drücken und dann auf Neue Sitzung finden, wieder öffentliche Sitzung, geht wieder an den Geldautomaten dran und guckt, ob in dieser Sitzung ein Spieler drin ist, dem ihr nachjoinen könnt. Wenn wieder keiner drin ist, müsst ihr wieder die Sitzung wechseln und das Ganze so lange, bis ihr eine Sitzung gefunden habt, wo ein Spieler drin ist, den ihr nachjoinen könnt. Letztes Mal habe ich das Ganze mit 10.000 Dollar gemacht, dieses Mal mache ich es mit 100.000. Mich hat gerade einer getötet, das ist aber nicht weiter schlimm, also falls euch einer töten sollte, ist es nicht schlimm. Ihr müsst nicht nochmal alles neu machen. Sondern lauft dann einfach wieder zum nächstgelegenen Geldautomat und sucht euch einen Spieler raus, dem ihr beitreten könnt. Wenn ihr keinem beitreten könnt, wie gesagt, dann wechselt ihr jetzt ganz einfach die Sitzung wieder. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Aber ich sollte jetzt hier einen gefunden haben. Ihr seht, hier dem kann ich beitreten und das mache ich jetzt auch einmal. Sobald ihr den gefunden habt, tretet ihm einfach einmal bei, also drückt X. Wartet dann ganz kurz, bis ihr das bestätigen könnt. Bestätigt das Ganze dann einmal. Hierbei ist es auch wirklich egal, was für einen Job ihr beitretet. Es kann wirklich jeder Job sein. Und sobald ihr jetzt gespawnt seid, sobald ihr im Job seid, könnt ihr direkt wieder verlassen. Also drückt Kreis X, um das einmal zu verlassen. Und sobald ihr jetzt wieder in der Sitzung gespawnt seid, könnt ihr einfach zum nächstgelegenen Geldautomaten laufen und werdet sehen, ihr bekommt die ganze Zeit jetzt die Anzahl von Geld, die ihr am Anfang ausgewählt habt. Also in meinem Fall jetzt 100.000, ihr seht, ich gehe einfach hin, Steuerkreuz rechts drücken und jetzt solltet ihr sehen, ich bekomme die ganze Zeit 100.000 GTA-Dollar, ihr könnt es sehen. 100.000, 200.000 und das Ganze könnt ihr theoretisch jetzt so lange laufen lassen, wie ihr wollt. Also es gibt hier kein Limit, ihr könnt es theoretisch den ganzen Tag laufen lassen, wenn ihr wollt. Also das ist wirklich egal, aber ich würde euch empfehlen, das Ganze nicht zu übertreiben. Also wirklich, passt da lieber auf. Ich würde euch empfehlen, macht euch maximal 10 Millionen oder 15 Millionen, weil wenn ihr zu viel macht, könnte das hier auf jeden Fall auffallen. Und sobald ihr jetzt nicht mehr haben wollt, drückt ihr einfach die Options-Taste, geht einfach auf Neue Sitzung finden und dann solltet ihr in der neuen Sitzung auch das ganze Geld haben, was ihr sozusagen jetzt drauf bekommen habt. Also sollte euch dann angezeigt werden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Sitzung wechselt und am besten ändert ihr danach auch nochmal euer Outfit. Ihr seht, ich habe das Geld jetzt drauf, 1 Million dazu bekommen, die 136.000 hatte ich schon vorher und ich würde sagen, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.